gekommen auf die verrückte Idee, ein Menzi-Muckrennen zu veranstalten? Ja, wahrscheinlich ganz nüchtern dürfen wir nicht sein, dass wir auf eine solche Idee kommen. Wir sind ein paar Kollegen, die immer zusammen gehen, Autorennen schauen, Dörfrennen schauen. Baumaschinenfans sind wir auch. Und so haben sich Daniel Grab und seine Kollegen einen gut 40 Meter langen Rennparcours ausgedacht. Es fahren immer zwei Fahrer auf je einer Bahn. Es sieht aus wie im K.O.-System, aber es fährt jeder eine eigene Zeit. Man hängt an diesen Fahrzeugen noch einen Kessel Wasser dran. Das Ziel ist nämlich, die Fahrzeuge schön sanft zu bedienen. Und am Schluss muss er dann noch die Nerven zeigen. Er muss nach einer Kette einen Bolzen aufziehen, in ein Rohr hineinstellen, dann stoppen wir die Zeit. Und dann gehen wir noch schauen, ja, wie viel Wasser ist in diesem Kübel. Und pro Zentimeter Wasser, das er verloren hat, durch die unsaubere Fahrweise, kommt er nach 5 Sekunden Zeitzuschlag. Gestartet wird die zwei Kategorien. Kategorie Hightech, das ist ein heutiger Menzimuk A91, ein topmodernes Fahrzeug. Und wir haben die Kategorie Oldies, die Kategorien werden separat gewertet. Auf diesen besagten Menzimuk 3000, dort sind natürlich die Leistungsgrenzen viel tiefer. Dort steht einfach noch die Kultur und die Freude an der Tradition im Vordergrund. Ob mit dem kultigen oder dem topmodernen Menzimuk. Nur bis am Sonntagabend wird es Ibach mit dem Backer und die Wette gefahren.